Und wie oft mussten Sie sich eigentlich Bundestagsdebatten anhören, auch die jetzigen, um Sie dann dort derart maßnehmen zu können? Nicht eine einzige. Braucht man nicht. Nein. Man ahnt das auch so. Man ahnt es und manchmal ist es sogar noch schlimmer, man weiß es. Ja. Und wenn Volker Kauder spricht, hofft man, dass es doch bitte nicht wieder richtig ist, was man glaubt und weiß. Ist es aber. Und ich habe diese Sendung sehr gerne gemacht, weil die tatsächlich in Bonn im Wasserwerk gedreht wurde. Und was mich tief beeindruckt hat, waren diese Kästen vorne. Da hatten die Fraktionen, also als würden Sie jetzt hier rausgehen, wenn das der Sitzungssaal wäre. Stellen Sie sich vor, Sie gehen hier raus und dann ist da hinten eine Wand nur mit solchen kleinen Metallschlössern. Man kennt die so im Freibad, wo man seine Börse reintun soll und Schlüssel. Und da stehen die Namen der Abgeordneten drauf, die als letzte Legislaturperiode da in diesem Bundestag waren. Und dann stehst du vor dem Schlüsselkasten von Dregger. Und da war ich begeistert. Also da war ich toll. Und also jetzt nicht wegen Dregger, sondern überhaupt diese ganzen Sachen. Du sitzt dann unten in diesen Sitzgruppen, wo die Leute, die auf der Regierungsbank saßen, die konnten über eine Treppe hinter dem Rednerpult runter. Dann war da eine Art Kantine und da hingen überall Schilder mit Abstimmung. Dann gab es so einen Klingelton, dann rannten die alle hoch, haben abgestimmt und sind wieder runter und die Karten lagen noch da und dann haben die weiter Skat gespielt und dann war der Fall erledigt. Das fand ich toll. Also das ist wirklich historischer Boden. Wissen Sie, wozu die Kästen sind? Für die Stimmkarten. Also ich habe gedacht, die packen da ihre Schlüssel und ihre Waffen rein. Die werden geöffnet vom Personal. Ja. Und dann liegen Ja, Nein, Enthaltekarten drin mit unterschiedlichen Farben. Ja. Und immer wenn eine namentliche Abstimmung ist, musst du die Karte holen und reinstecken. Das wusste ich nicht. Und bei den anderen Abstimmungen, die nicht namentlich sind, da interessiert gar keinen, wie viel. Und dann sind alle raus und haben diese Karten alle geholt? Alle gehen und holen die Karten. Und wenn du an der namentlichen Abstimmung nicht teilnimmst, kriegst du Geldabzug. Deshalb ist es immer so voll bei namentlichen Abstimmungen. Verstehe. Macht man das heute auch noch so mit diesen Dingern? Ja. Das ist ja irre. Das wusste ich nicht. Das wusste ich wirklich nicht. Und dann hat eine CSU-Abgeordnete geschummelt. Kann ich mir nicht vorstellen. Doch, die war nachweislich in Nürnberg, als sie angeblich die Karte reingesteckt hat. Und seitdem gibt es Kontrollen. Auch das noch. Da hat dann einer für sie die Karte mit reingesteckt. Das geht natürlich nicht. Das soll man ja auch angeblich im EU-Parlament gemacht haben. Und da kann ich mir erst recht nicht vorstellen.